Und dann? Ich glaube, die Aufgabe ist anders als die Aufgaben sonst. Wow, das ist komplett gefroren. Und jetzt der beste Teil, Harry. Zeit für eine Rutschpartie. Nein! Mit den Pfeiltasten links, rechts drehst du dich. Wie drehen? Ich dachte, ich muss nur runterrutschen. Mit Pfeiltaste oben wirst du schneller, mit Pfeiltaste unten langsamer. Los geht's. Wir sehen uns am Ende der Aufgabe. Oh Gott. Ich spiele ja mit WASD, ne? Gilt das da auch? Ja, das gilt auch. Oh Gott, ich bin sehr schnell. Nein. Nein, kann man hier sterben? Kann man hier sterben? Ich glaube, man kann hier sterben. Oh Gott, scheiße. Safe. Ich kann leider nicht runterzaubern. Gott, wie viel gibt's davon? Gelatius! Rektor Sandra! Gelatius! Gelatius! Also Gelatius ist ja auch wieder so ein erfundener Spruch. Zumindest kenne ich den nicht aus den Büchern. Oh, hier ist was auf. Nein! Ich wusste, ich höre irgendwas. Du kleines Mistvieh. Hey, jetzt nimm doch dieses Bonbon. Bitteschön. Okay, der war richtig schief geworfen, aber es hat trotzdem gepasst. Da ist wieder eine Karte. 40 von 80. Die Hälfte haben wir auf jeden Fall. Mal eben gucken. 5, 2 von 5. 7 von 15. Und hier? Die haben wir noch gar nicht, ne? Nein. Das passiert mir jedes Mal. Ich will das Spiel nicht beenden. Ich hüpfe noch mal eben hier drauf. Achso, da hätte ich sowieso hingemusst. Oh Gott, es geht weiter. Oh Gott. Nein. Wahrscheinlich gibt es irgendwann hier eine Karte, die ich nicht holen kann, weil ich diese Rutschpartie hier nicht schaffe und bestehe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hä? Jetzt fliegen mir die Bohnen schon entgegen. Lol. Oh nein, ich kann mich nicht entscheiden. Also nehme ich gar nichts? Toll. Harry ruckelt so ein bisschen vor sich hin. Ah. Oh, please, let me. Ja. Okay. Aber ich muss mal ganz kurz hier runterlaufen. Moment, wo muss ich denn? Da ist ja auch noch eins. Das hängt da einfach mitten im Nirgendwo. Vielleicht kann ich mir das irgendwie ranpullen. Warte, das ist irgendwie komisch. Ich brauche jetzt echt eine gute Idee, wie ich an das Ding komme. Okay, da ist ein Elastofeld aufgegangen. 1199 Bohnen. Holy shit. Okay. Es sieht so aus, als würde ich dann da oben landen. Habe ich gekriegt. Okay, ich meine, es geht eigentlich. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Mit dem Rutschen. So, die sind auch platt. Da komme ich gleich irgendwie noch dran, oder? Keine Ahnung. Ich drücke mal hier drauf.
Okay. Hey, vielleicht ist die Aufgabe gar nicht so lang. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Es geht wieder los. Wir werden wieder überhäuft mit Zeug, aber ich glaube, Flitwick hat das für uns wieder so eingerichtet. So wie Lupin. Weil der uns einfach mag. Weil wir Gryffindors sind. Mhm. Oh Gott, welche Fahrzeug will ich? Scheiße. Ah, ich brauche Pasteten. Okay. Moment, wenn ich dann da abnippel, kann ich dann... Dann könnte ich theoretisch auch noch den anderen Pfad nehmen, oder? Dann habe ich doppelt gewonnen. Und dann nehmen wir jetzt den. Nein! Oh, da war ein Schild. Warte, dann lasse ich mich eben sterben. Clever! Jetzt nehmen wir den anderen. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Nö, hat gepasst. Ey, voll unfair, wenn man links fährt, also rutscht, dann kriegt man die einfach, dann kriegt man das Schild ja gar nicht. Das ist richtig arschig. Warum bin ich jetzt hier? Gott, hier ist es sehr warm. Sogar der Boden glüht. Hau doch ab. Ich warte ja immer noch darauf, dass man irgendwann mal hier so eine Fackel oder so aktivieren muss und dass dann vielleicht noch irgendwas Cooles passiert. Hier kam gerade so eine Leinbohnen angeschossen. Ich habe mich richtig erschreckt. Bohnen aus dem Nichts. Wo bin ich? Ah. Sei mal ruhig. Um dich kümmere ich mich gleich. Sehr schön, sehr schön. Glacius. Oh, der ist ja immer noch leicht warm. Aber ich finde schön, dass man hier keinen komischen kleinen Mini-Drachen irgendwo reinprügeln muss und den irgendwo lang schubsen und so wie vorher, also wie früher in den Aufgaben. Das war immer sehr ermüdend. Also ich glaube, um Kürbispasteten müssen wir uns auf jeden Fall auch erstmal keine Sorgen mehr machen. Da haben wir dann doch schon ein paar gesammelt. Von wo bin ich gekommen? Ich glaube, von da hinten. Ich laufe hier lang. Warum hängen hier Slytherin-Flaggen? Genau, ich wollte gerade sagen, weg mit dem Scheiß. Und es hat sich gelohnt. Es lohnt sich immer, Slytherin-Deko abzureißen. Ist gespeichert. Ey, das ist echt krass, das muss ich gleich mal eben drüben auch noch probieren. What? Ach, scheiße. Oh nein. Das Tor ist zu. Aber es muss doch, ich muss doch da irgendwie... Ich komme da bestimmt wieder hin. Da gibt es bestimmt einen Weg. Ja. Aber das war... Okay, ich komme nicht mehr zurück, weil die sich die alte Treppe jetzt verschoben hat. Shitte. Ja. Kann ich da noch rüberspringen? Ich glaube, ich mach's mal nicht. Ich glaube, dann bin ich tot. Ja, dann bin ich tot. Wo muss ich denn jetzt lang? Da. Okay.
Jetzt bin ich ja gerade ein bisschen wild auf Fahnen. Wild auf Fahnen. wild darauf, Fahnen anzuvisieren und die mal abzuschießen hier mit Recto Sempra, weil scheint ja zu klappen. Nein! Boah, meine Fresse. Die sind hier aber in diesem Spiel echt häufig vertreten. Das wird auf jeden Fall wird in meine Gesamtbewertung einfließen. Der Gnome-Terror. Hier. So, wo ist jetzt hier der... Einfach fies. Moment. Wie komme ich da dran? Ach so. Mal eben reinlaufen. Ja, man, also... Wenn da nichts übrig bleibt, ich glaube, ausgeben können wir das in diesem Leben nicht mehr. Wobei, ich weiß nicht, was am Ende diese besondere Karte kosten wird, die ja mit unserem Gesicht drauf... die man mit unserem Gesicht drauf bei Fred and George kaufen kann. Das macht mich sehr glücklich, auf Slytherin-Sachen zu schießen. Aber wieso... Vielleicht von hier aus? Ja. Boah, ich glaube, das ist echt nur... Also das scheint irgendwie so ein Versteck zu sein für Leute, die das durch Zufall irgendwie gemacht haben. Die profitieren da einfach voll von. Und es geht wieder los. Der Horror. Ob ich das jetzt hier schaffe? Ja. Schmeiß mal eine Runde Boden. So, ich lasse mich mal eben hier runterfallen. Und, nehme noch eben die andere Seite mit. Das war Absicht. Natürlich. Ich sehe schon die Kommentare. Ihr kriegt hier wieder nichts gewaffnet. Nein, ich habe eine nette Community. Meine ist cool. Ich danke euch übrigens allen herzlich fürs Zugucken. Oh, oh, oh. Aber ich glaube, wenn das hier... Nein, ich habe keinen davon bekommen. Keinen! Ah. Ja, ich habe ja nochmal die Chance. Okay. Gehe ich jetzt auch wieder da lang? Ich glaube, ich fahre wieder rechts rum. Und guck mal, ah, hier ist noch ein Schild. Wenn du rechts fliegst, kriegst du immer das Schild. Wo ist da der Sinn? Muss man echt wissen, ne? Ich find's assi. Okay. Okay, da war das dann aber wieder dieselbe Strecke am Ende. Mich runterfallen lassen. Nein, nein, nein. Nein! Verarschen? Ich will sofort darüber. Ich mach doch die Aufgabe jetzt nicht nochmal. Was soll das denn? Lasst mich sterben. Mann. Ich sehe es noch von hier, wie es da hinten schäbig grinst und blinkt. Aufgabe erneut an. Oh, aber du hast leider nicht alle Aufgabenschilde gefunden. Das ist wirklich schade. Ach, komm einfach wieder, wenn du Lust hast, die Aufgabe noch einmal. Ich habe keine Lust.
Finde alle 10 Schilde und du kannst in den Bodenbonusraum. Ich komme wieder. Hauptsache, wie ihr ihn einfach unterbricht. Danke, danke, ich komme wieder. Halten Sie die Klappe. Na, wie war's? Reden wir nicht drüber. Kannst du jetzt Dinge gefrieren lassen? Nein. Ich konnte überall rumrutschen. Boah, krass. Und Salamander so groß wie Hagrid. Die blauen oder die purpurnen? Grün? Ach, ich denke, das macht auch keinen Unterschied. Du kannst die Glatius-Aufgabe noch einmal versuchen, Harry. Oder wir kommen später wieder. Ich versuch's. Ich muss eigentlich, ne? Das letzte Schild. Ich versuch ganz schnell dadurch. Ich schneide das und dann sehen wir uns gleich hier an dieser Stelle oder kurz vor der Rutschbahn, um das Glatius-Schild, letzte Schild einzusammeln. So, ich glaube, das ist die letzte Rutschpartie. Bin leicht angespannt und habe Angst. Ich will das nicht schon wieder verkacken. Das war jetzt schon wieder so blöd. Okay, das hätte ich theoretisch gekriegt. Der Sprung muss gleich gut getimt sein. Ich hab echt ein bisschen Bammel. Okay. Glück gehabt. Ich glaube, das waren alle, oder? War das? Ich hoffe doch. Bitte. Ja. Ja. Cool. Bohnenbonusraum. Ausgezeichnet, Harry. Komm zurück, wenn du die Glatius-Aufgabe erneut an. Aber nicht nur das. Du hast auch alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Du weißt, was das bedeutet. Der Bohnenbonusraum. Viel Spaß, Harry. Wie hypnotisiert er da gerade stand, so der Bohnenbonusraum. Wow, das hier ist der Bohnenbonusraum. Ach ja, der war ja da noch gar nicht drin. Ganz genau, Harry. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Und wir springen. Ich bin wieder reizüberflutet und kann nicht viel sagen. Sorry. Ich muss diesen Raum hier leer kriegen in der Zeit. Ich hoffe, ich schaffe das. Es wird eine schwierige Aufgabe, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es wird jedes Mal immer mehr. Von mir aus gerne. Noch hier zurückhüpfen. So, dann übergib dich. Kotz dich aus. Der Bohnenbonusraum. Ja, das ist echt eine saugute Erfindung hier von den Entwicklern. Das ist definitiv mein liebstes Event. So, wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann kann ich hier noch in der Mitte auf den Knopf drücken, ne? So, dann komme ich gleich wieder. Schön so bleiben. Und dann renne ich mal eben hier lang. Hier ist einfach zu viel Zeug. Nein! Ach so, ja, hier lang. Gott. Reizüberflutung! Völlige Reizüberflutung. Ich lauf mal runter. So, noch schnell hier lang rennen. Genau, auf der Seite war ich nämlich noch nicht. Dann laufe ich direkt so zurück. Diese eine Kürbispastete, so, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Verdammt. Es regnet Bohnen. Denn das ist Paradise hier, oder? Ja, sehr schön. Wir haben auf dich gewartet. Wohin jetzt, Harry? Du gehst voran. Was steht denn noch an? Was müssen wir denn noch tun? Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zu... Was meinst du, Harry? Willst du dich nochmal an der Glatius-Aufgabe versuchen? Ich weiß, ihr meint's nur gut, aber nein! Trotz des gefährlichen Besuchers in Hogwarts wollte Harry unbedingt Hagrid besuchen. Er wollte hören, wie Seidenschnabels Verfahren gelaufen war.
war das? Ich glaube ja. Armer Seidenschnabel. Armer Hagrid. Sie haben ihn hingerichtet. Hey, da ist ja Krätze. Siehst du, Ron? Krummbein war unschuldig. Hab ich dich, du freche Ratte! Ah! Ron! Weide. Wenn der Hund da reinkommt, dann schaffen wir das auch. Wohin führt dieser Tunnel bloß? Ich weiß nicht, aber wir müssen Ron helfen.